Hi, ich bin Angelo Colito von Colito Café. Und wenn ihr den Namen Monza hört, werdet ihr wahrscheinlich an den Rennsport denken, an die Formel 1, an das schöne Italien. Aber eins werde ich euch heute noch zeigen, dass man mit Monza Klassik und Hightech verbinden kann. Ich bin ja eigentlich Skeptiker von Vollautomaten. Doch als ich letztes Jahr auf der Host in Mailand war, bin ich am Stand von Quickmill hängen geblieben. Und auch an diesem guten Stück hier. Die Quickmill Monza ist schon seit einigen Jahren auf dem Markt und wurde immer wieder verbessert. Das ist jetzt die Quickmill Monza Deluxe, das Modell 05008. Und die stelle ich euch heute mal vor. Schön das leicht abzulesende LCD-Display. Datum Uhrzeit, wunderbar. Allerdings leicht Übersetzungsfehler. Freetag statt Freitag. Ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen. Sehr schön gemacht ist auch das beleuchtete Bedienfeld. Ein aus. Kleine Tasse, große Tasse, Heißwasser, Dampf und da zeige ich euch später noch mehr. Und die Aufschäumfunktion. Hier seht ihr schon die Milch neben mir. Werden wir euch später auch noch zeigen. Aber jetzt geht es erstmal ins Innere der Maschine. Das ist das Innere der Monza. Hier habt ihr die Serviceklappe, die ist einfach zu öffnen. Und hier habt ihr eigentlich schon alles, was ihr zu der Maschine braucht. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, sie ist im Gegensatz zu den anderen Vollautomaten vollkommen leicht zu reinigen. Das zeige ich euch jetzt gleich hier mal. Zum einen habt ihr den Auto Cappuccino-Torre, der ist ja bekannt. Kann man leicht reinigen, den habe ich gerade eben nochmal benutzt. Und hier kann man praktisch diese Schutzblende abnehmen und kommt hier gleich an die Brühgruppe. Das heißt, ich kann hier wunderbar mit einer, das ist jetzt einfach eine etwas festere Bürste, das macht ja jetzt in dem Fall nichts. Man kann auch mit einem weichen Pinsel hingehen, kann das hier wunderbar reinigen. Wie beim Siebträger auch, verzeiht er natürlich dementsprechende Schludereien nicht. Was aber das Schöne ist, man kann wirklich einfach alles reinigen. Man kann bis hier ans Mahlwerk ran, kann ja alles wunderbar reinigen. Hat dementsprechend auch im System ein Reinigungs- und ein Kalkungsprogramm. Und das macht die Sache wirklich sehr, sehr leicht. Man kann hier auch den jederzeit den Bodenbehälter abnehmen. Einfach abziehen, wieder aussetzen und sichern. So, jetzt nochmal zurück aufs Bedienfeld. Aktuell ist das Gerät ausgeschaltet, dadurch, dass wir es vorhin schon anhatten. Das ist ja natürlich eigentlich noch heiß. Das heißt, ich aktiviere sie hier auf dem Einschaltknopf. Jetzt sagt er noch Maschine kalt, ändert sich aber sofort. Die Aufheizzeit beträgt allerdings im kalten Zustand circa 15 Minuten. Liegt daran, dass er einfach einen sehr großen Boiler hat. Aufheizzeit sehe ich jetzt natürlich als Nachteil für einen Vollautomaten, ist man ja beim Siebträger gewohnt. Jetzt in dem Fall sind wir schon auf bereit. Und die Leistung des Kessels zeige ich euch jetzt dann im Anschluss nochmal, wenn wir die Dampflanze verwenden. Jetzt würde ich euch einfach erstmal zeigen, was für einen genialen Espresso das gute Stück hier produzieren kann. Wir haben in der Mühle den Caffè della Corsa. Wie soll es auch anders sein? Bei einer Monza braucht man natürlich auch dementsprechend einen Kaffee mit Motorsportcharakter. Wir haben hier einfach mal ein schönes Glasel genommen, damit man das auch besser sehen kann. Der Bezug startet man genauso wie bei jedem anderen Vollautomaten auch mit der Taste für ein Espresso. Dann geht's los. Aber überzeugt euch selbst. Hier nochmal das Ergebnis. Das ist ein etwas längerer Single Shot. Sehr schön zu sehen, das ist eine ganz massive Crema. Wirklich, wirklich sehr schön geworden. Man muss natürlich jetzt hier noch ein paar kleine Einstellungen vornehmen, da bin ich ganz ehrlich. Aber es ist wirklich schon Siebträgerklasse. Ich bin sehr beeindruckt gewesen. Das Schöne ist, dass es noch viele weitere Eigenschaften gibt. Also ich möchte diese Maschine schon fast als Hybridmaschine zwischen Vollautomat und Siebträger bezeichnen. Ein weiteres wichtiges Feature der Monza ist die Leistung der Dampflanze bzw. des Auto Cappuccino Torre. Hier steckt richtig Power dahinter und das finde ich richtig klasse. Um es euch einfach mal kurz vorzuführen, hier die Funktion der Dampflanze.
richtig Power dahinter. Ein richtig schöner trockener Dampf. So wie man es aus einer Dampfpflanze, aus einer Siebträger gewohnt ist. Nichtsdestotrotz ist auch der Auto Cappuccinatore ein richtiges Top-Teil. Das zeige ich euch jetzt. Viele Auto Cappuccinatore verschiedener Hersteller bieten mäßige bis schlechte Leistungen. Bis jetzt waren sie immer ganz okay, auch im Vollautomann-Bereich ganz nett. Aber nicht so, dass ich sage, ey, das haut mich jetzt vom Hocker. Dieses Gerät hat aufgrund der hohen Dampfleistung und der vielen Einstellungsmöglichkeiten, die ich im Cappuccinatore-Bereich habe, eine sehr, sehr beeindruckende Milchschaumleistung. Die zeige ich euch jetzt gleich. Kleines Manko ist, dass eine große Latte Macchiato-Tasse hier nicht drunter passt. Könnt ihr natürlich mit einem Milchkännchen aushelfen. Man startet den Bezug einfach hier. Der ist jetzt für eine Tasse Cappuccino vorprogrammiert, das heißt, man kann die vorjustieren. Man kann das alles nach persönlichen Belieben justieren. Durch feine Stellrädchen am Cappuccinatore selbst kann ich bestimmen, wie fein oder grobporig mein Schaum sein soll, damit ich den nach dem persönlichen Gusto einrichten kann. Ich mag ihn eher feinporig, wie es auch im Latte Art Bereich üblich ist. Den kann ich übrigens auch für meinen Latte Art mit der Dampfpflanze wunderbar schäumen. Kriege ein tolles Ergebnis hin. So, jetzt würde ich sagen, reicht's. Ob das jetzt ein richtiger Milchschaum ist, sehe ich natürlich erst dann, wenn ich da einen schönen Espresso drauflaufen lasse. Und das machen wir natürlich jetzt. So stelle ich mir Milchschaum vor. Natürlich darf da jetzt auch ein bisschen längerer Espresso reingehen. Muss gestehen, ich musste jetzt abbrechen, weil einfach selbst die Tasse etwas zu groß ist für diesen Einlaufbereich hier unten. Macht aber gar nichts, weil ich finde es einfach super genial. Einen richtig schönen, feinporigen Milchschaum. Schön stabil und vor allem in genau der richtigen Temperatur. Fazit zur Monza. Ein wirklich tolles Gerät, sauber verarbeitet, zwar ein bisschen eine große Wuchtbrumme, aber wirklich nicht unberechtigt, da steckt auch dementsprechend viel dahinter. Sie kann richtig was, sie hat ordentlich Power auf der Lanze drauf. Ich kann hier wunderbar aufschäumen, ich habe einen Auto Cappuccinatore, der dementsprechend einen tollen Milchschaum kreiert. Eine sehr gut ausgearbeitete Brühgruppe, die dementsprechend einen super Espresso mit wirklich 10 bis 12 bar Druck produziert, was man leider bei anderen Vollautomaten nicht hat. Wäre sehr wünschenswert, wenn hier nachgeahmt wird, weil einfach dieser Bereich bei allen anderen Herstellern sehr vernachlässigt wird. Hier hat man einfach wirklich meines Erachtens, ich sage es jetzt zu meinem Resümee, ein Hybridprodukt. Man hat hier einen Vollautomaten mit den Qualitäten eines Siebträgers, ohne die nötige Mehrarbeit. Ich als Barista mache das natürlich sehr gerne. Der keine Lust drauf hatte, sollte sich die Monza gut merken, beziehungsweise auf www.colidocafé.de gleich kaufen. Ich bin Angelo Colito von der Firma Colito Café. Ich danke für euer Zuschauen. Klickt rein, neugierig, dann schaut auf www.colidocafé.de. Ciao.